Und das kommt zurück zu einem neuen kurzen Let's Test. Nee, warte mal kurz. Ein Let's Test geht doch nur ein oder zwei Folgen. Wir sind doch hier bei der dritten. Nee, warte, wir sind sogar bei der vierten Folge. Heißt das, ist das jetzt ein Let's Play? Oh nein! Nein. Es bleibt immer noch ein Let's Test. Da es immer noch nicht absehbar ist, ob sich diese Spielereihe lohnen wird, bleibt es ein Let's Test. Aber es gibt eine neue Folge im Jahre 2023. Hey! Das ist doch schön. Gucken wir mal, ob der Arkan noch da ist. Ich muss gestehen, ich war schon zuvor ein bisschen online und habe geguckt, ob es funktioniert hat. Nein, es hat nicht funktioniert. Es ist wieder alles zurückgesetzt, aber ich habe mir schon was Geiles einfallen lassen. Erstmal schön Werbung wegklicken. Ein Wiedersehensgeschenk haben wir noch zusätzlich bekommen. Dankeschön. Und wir haben hier noch was. Und noch mehr Zeug. Und. Und wir haben 5 Millionen auf der hohen Kante. Unser neuer Verein heißt Eintracht Grissi. Soll ich was dazu sagen? Nein. Gewisse Leute freut sich's. Oh Gott, was ist denn hier? Okay, hier gibt's zu viele neue Sachen, die ich auch erstmal anschauen muss. Gut, wir starten hier bei Home. Ich habe den Account heute angelegt, wohlgemerkt. Anscheinend haben wir 90 Tage Premium geschenkt bekommen. Okay, schön. Nee, wir hatten anscheinend Spieltage am 1. mit 5:0. Wir hatten am 25.02. 5:0, wir haben verloren. Wieder 5:0. Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht mit den ganzen Spieltagen. Sorry. Ab und zu flackert das noch ein bisschen, wenn ich hier versuche, irgendwie rauszutappen. Das ist wohlgemerkt noch im normalen Browser. Es ist ein offizielles Browser-Game, was noch funktioniert ohne irgendwas, ohne Adobe Flash. Das hat schon was zu bedeuten. Gut, wir wollen mal gucken, wir gehen mal, erster Schritt, wir müssen wieder unser Team aufstellen. Können wir hier noch irgendwie was verfeinern? Nee. Wir müssen noch einen Captain setzen, okay? Mach mal klein. Gut, Nummer 20. Ja, komm. Nummer 20 ist auch gleichzeitig der Captain. Bam. Wir werden sowieso hier noch einiges wieder umbimsen. Und vor uns startet ein Spiel. Okay. Gut. Es steht an, Eintracht Grissi gegen Fußball Union. Ich glaube, das ist einfach in der Beziehung. Können wir noch eine Karte legen? Legen wir eine Anspornkarte. Können wir nicht? Team Training. Ach du Scheiße. Nee. Okay, wir müssen anscheinend
Wir brauchen eine gute Abwechslung. Und wir machen hier teilweise noch das Tutorial. Was gibt's hier eigentlich für Video? Konditionstraining, okay. Wir müssen gleich sowieso alles nochmal detailliert durchgehen. Aber er schickt uns erstmal kreuz und quer. Ja. Unser Stadion sieht nicht gut aus. Was sollen wir machen? Eine Tribüne bauen. Kriegen wir hin? Zack. Weißt du was? Wir haben ja genug Geld. Zack. 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 Für die Ecken haben wir aktuell noch nichts. Dafür müssen wir unsere Karriere erstmal ausbauen. ÖPNV. Bushaltestelle kommt hin. Verstehe. So viel mehr können wir aktuell noch nicht freigeben. So. Warte mal kurz. Ist das hier größer geworden? Oh ja. Was ist das hier? Jugend und Ballplatz. Das hier ist größer geworden. Wir hatten vorher nicht so ein großes Ding. Wir können... Das ist der Jugendplatz, okay. Da ist jetzt eine Bushaltestelle. So weit weg von hier. Okay, krass. Müssen wir uns erstmal noch alles anschauen. Hier kommt noch eine Washboot hin. Trainingsplatz können wir noch nichts machen. Kleiner Praxis kommt hin. Wir haben genügend Geld. So ist es ja nicht. Gut. Jahrmarkt, auf jeden Fall. Dankeschön. Wir könnten, wenn wir wollen, auch einiges anderes hinsetzen. Aber ich glaube, dafür reicht aktuell unser Status noch nicht aus. Gut. Ja. Wir haben schon einiges gesetzt jetzt. Gut. Warte, haben wir eine Bauschlange? Ja, wir haben eine Bauschlange. Das kommt nach oben, das kommt nach oben. Sichern. Wir können vieles bauen, aber nicht gleichzeitig. Okay, verstehe. Danke für das Geld. Personal. Gut. Was brauchen wir? Physiotherapeut. Müssen wir erstmal einstellen. Brauchen Sponsor. Klar. Bevor wir uns aber erstmal einen Sponsor holen, gucken wir erstmal, ob wir hier was reißen können.
Ja, zu viel gewollt. Scheiße. Na gut. Ich würde mal sagen, wir stellen einfach erstmal alle ein. Beim Trainer könnten wir aber probieren. Aber direkt aggressiv. Halb so schlimm, wir haben ja noch einen Trainer. Deswegen halb so schlimm. Was haben wir hier denn? Senior Marketing Manager. Okay, das verstehe ich. Okay. Es gibt viele Neuerungen auf jeden Fall wieder. Wir sollten jetzt neue Verhandlungen machen. Ach. Während Tutorial können wir nichts aushandeln? Och, come on. Dann nehmen wir halt Cyber. Pflichtspiele, gucken wir mal, was da dann los ist. Aktuell sind wir auf Platz 4. So, wir haben hier ein paar Booster Packs, okay. Gehst du mir jetzt weiter auf den Nerv? Nein, gut. Level 5 instant erreicht, okay. Gut. Ach, wir haben noch viel mehr abzuholen, okay. Gut. Wir haben schon das erste Tor. Jo. Erste Tor in der 30. Minute. Eisenhower. Superman. Gut, können wir nichts legen, okay. Egal. Hier können wir uns auf jeden Fall einiges auch abholen, wenn wir Videos schauen. Wir spielen mit einer 3-4-3-Kombi. Also 3 in der Verteidigung, 4 im Mittelfeld und 3 vorne. Und die spielen eine 4-4-2. Halbzeit ist vorbei. Okay, super. Wir gehen jetzt mal ganz von vorne wieder durch.
Wir suchen PR-Manager. Mal gucken, wer sich da meldet. Jetzt können wir auch handeln. Okay, gut. Wir haben zwei fast identische Nachfolgesponsoren. Probieren wir es bei dem erstmal mit aggressiv. Vielleicht haben wir Glück. Nett, wirklich. Können wir es wieder rausreißen? Nee. Dann weg mit dir. Man sieht auch, wie hoch die zur Verhandlung bereit sind. Die sind schon ein bisschen angeschlagen. Deswegen Uffpasse. Uffpasse. Jetzt haben wir 8% rausgeschlagen. 20% Chance auf minus 4%. Aber 8% geht drauf. Da sind wir wahrscheinlich gleich bei. Nee, immer noch bei 20. Einmal geht noch. Knapp geschafft. Gut. Als Folgesponsor ist okay. Gut. Was sagt denn die Bank? Wir können Geld anlegen. Wir haben ja relativ viel Geld. Sagen wir mal 2 Millionen. Auf 6 Wochen. Probieren wir es einfach mal. Je nachdem, wie hoch die Fähigkeit vom Finanzberater ist, geht das natürlich auch wieder höher. Gut, Bilanzen sieht soweit ganz gut aus. Wir hatten irgendwoher 5 Millionen bekommen. Gut, wir hatten ja hier noch ein Booster-Pack hatten wir noch. Ein Treue-Pack. Sieht auch soweit gut aus. Winter Challenge. Nee, dafür sind wir nicht bereit. Da müssten wir ein paar Folgen machen. Schauen wir uns mal kurz die Laufbahn an. Also ein bisschen könnten wir jetzt aufbauen, okay. Was sagt denn der Live-Ticker? 2:0. Sieht doch gut aus. Für uns. Am Samstag. Gucken wir mal hier bei der Taktik.
Wir haben keine spezielle Taktik entsprechend geübt. Beim nächsten Spiel tun wir mal hier so ein Ansporn hinzufügen. So, wo ist unser Trainingsplan? Was soll das bringen? Okay. Also man kann einiges jetzt hier machen. Kondition ist auf jeden Fall wichtig, das bleibt erstmal. Wir werden jetzt erstmal kurz ein bisschen durchtrainieren. Auch mit den Taktiken, damit wir erstmal alles Mögliche haben. Dann werden wir entsprechend noch Zweikampf im Mittelfeld. Nee. Werden es abwechseln. Werden wir mal gucken, dass wir das irgendwie gut durchgemischt bekommen. Gut. Ich denke mal, das ist heute gut durchgemischt. Spieler schauen wir gleich nochmal nach. Personal hat sich in der kurzen Zeit auch nichts erledigt, warum auch. So, was gucken wir hier mal? So, Parkplatz könnten wir bauen, habe ich gelesen. Wird gebaut. Noch ein Vereinsheim. Trainingsheim ist nur nicht möglich. Ansonsten ist relativ wenig möglich. Gut. Also hier dürften wir aber alles Mögliche eingereiht haben, was noch geht. Die nächsten Stufen kommen mit der Karriere. Aber dass da
Bushaltestelle so weit entfernt ist, boah, von dem eigentlichen Bolzplatz mit Tribüne. Krass. Aber na gut. Wir können neuere Tribünen machen. Aber dafür will ich nicht so viel Geld ausgeben. Warten wir lieber auf Stufe 7. Wie leid ist das doch? Aber was kann man denn noch machen? Login-Bonus, Karten einsetzen, Trainingstag beenden, Freundschaftsspiel, Pflichtspiele, Spiele einkaufen, einstellen, Fortbildungen, Sponsoren, Gebäudebau, Gebäude reparieren. Spiele hatten wir uns noch nicht angeschaut, stimmt. Ich würde mal sagen, können wir hier überhaupt irgendwas einsetzen? Talent fordern. Talentslot. Positionswechsel. Wir haben hier nichts, was dafür gedacht ist. Das heißt, wir können noch nichts machen, weil wir noch kein Vereinsheim haben. Transfermarkt ist nicht freigeschaltet. Gut. Nach dem Live-Ticker haben wir gewonnen. Das ist schön. Es ist zwar das Tunnelspiel leider nur. Aber naja. Ach, hier können wir das erhöhen. Okay. Alles wird durchschnittlich um $5 erhöht. Ja, Parkplätze werden gerade gebaut. Wird schon. Eintracht Chrissy wird sich hier schon entsprechend beweisen können. In der Beziehung bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese eine Folge zeigt nochmal, dass es einige Neuigkeiten wieder gibt. Es lohnt sich garantiert, das Spiel
wenn man fußballaffin ist, zu spielen. Dadurch kann man einiges verstehen. Okay. So erhält man Schneeflocken. Können wir die Torwart nochmal kurz benutzen? Fünf Karten. Die sind zu gut dafür. Nö. Kartenbazar. Gut, egal. Ist jetzt egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, egal wann ihr euch das anschaut, das Spiel. Oder beziehungsweise die Folge. Wenn ihr unbedingt mehr haben möchtet, liked dieses Video, schreibt es in den Kommentaren, abonniert natürlich den Kanal. Teilt dieses Video, damit es sehr viele Aufrufe bekommt. Und damit kann ich ja entsprechend sehen, ob es dann dadurch neue Folgen kommen können. Ich sag schon mit Wild Quest EP und es gibt Musik. Es gibt Musik? Keine Ahnung. Ciao.